So, und zwar, unser nächstes Thema hat natürlich auch damit zu tun, was wir eben schon besprochen Ja. haben, und zwar. Der perfekte BVB-Trainer. Gibt es den überhaupt? Oder muss Ja. der noch gebastelt werden? Was machst du da? So, es geht hier in diesem Thema gar nicht darum, wer der perfekte Trainer ist, sondern was der perfekte Trainer mitbringen muss beim BVB. Ja, wir besprechen natürlich ein paar Namen. Ihr könnt auch eure Namen von Trainerkandidaten gerne in den Chat schreiben. Wir hatten ja schon Rose, wir hatten Jesse Marsch. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Trainer, den ihr da noch cool findet oder cool fändet, wenn er beim BVB wäre. Aber wir sprechen jetzt erstmal darüber, was muss der perfekte BVB-Trainer mitbringen? An Persönlichkeit, an spielerischer Philosophie, an Kicker Herangehensweise. 2020 sagt euch. Ja, haben wir das Thema auch abgehandelt. Danke, Ja, nächstes. gut. Ja, die Ja. Pöhlers übernehmen. Ja. Aki, Zorg, Meld da dich. sind wir. So. Ja, der perfekte Trainer. Toxi. Also für mich der perfekte BVB-Trainer vom Profil und Kicker 2020 hat es ja eben im Discord auch gesagt. Wir erstellen jetzt mal ein BVB-Trainer-Profil. Für mich ist ein Trainer perfekt für den BVB. Wenn er es schafft, mit seiner menschlichen Art den Verein, die Verantwortlichen, aber auch die Fans ins gleiche Boot zu holen, weil die Fans, das hat Kicker 2020 auch richtig festgestellt, sind ein absolutes Pfund beim BVB. Hast du die Fans auf deiner Seite, Halbe ist Miete. das schon die halbe Miete. Das heißt, für mich ist es ganz wichtig, wie du es gesagt hast, Transparenz in alle Richtungen, ja, ganz wichtig. Zu der Menschlichkeit gehört auch die menschliche Empathie und das ist mein größter Kritikpunkt bei Favre gewesen. Top-Trainer, Top-Analytiker, empathisch schwach. Wir brauchen einen empathischen Trainer beim BVB, Erklär zwangsläufig. mal, vielleicht sind Leute Für dabei. Leute, die es nicht wissen, ist einer, der sich in Menschen reinfühlen kann, der sich in Situationen hineinversetzen kann, der auch mal über den Tellerrand gucken kann, der nicht nur alles aus seiner Sicht sieht, sondern auch mal aus der Sicht seines Gegenübers, der einfach ja menschliche Züge mitbringt, der Spieler verstehen kann, wenn sie mal frustriert sind, der Spieler verstehen kann, wenn sie mal angepisst sind, der einfach ja menschlichen Umgang kann. Ich habe es eben schon mal gesagt, ein Verein ist eine Ansammlung von ganz vielen Menschen, von verschiedenen Nationalitäten, von verschiedenen Charaktere. Religionen, von verschiedenen Ansichten, von, ne? Und das alles musst du moderieren. Ja, wenn du ein guter Trainer bist, musst du mit all diesen Charakteren umgehen können. Du musst die Menschen so nehmen können, wie sie sind, und einfach mit den Menschen ja, im Austausch sein. Du musst dich gut rüberbringen können, deine Vorhaben gut rüberbringen können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also Empathie, ganz, ganz wichtig beim BVB, gerade beim BVB. Für mich ist ein BVB-Trainer dann perfekt, wenn er eine Art Fußball spielen lässt, die in den Pott passt. Heißt, hohes Pressing, Angriffsfußball, unterhaltsamen Fußball, Mutig. mutigen Fußball, mitreißenden Fußball, ambitionierten Fußball, zum Kader passenden Fußball. Ja, wenn jemand sich einfach mit der jüngeren Historie des BVBs mal auseinandersetzt, guckt, was war denn da in Vergangenheit und wie könnte ich daran anknüpfen? Auch das ist wieder Empathie, sich in den Verein hineinfühlen können, hineindenken können. Das wäre perfekt für mich als BVB-Trainer und notwendig. Und für mich ist es auf jeden Fall auch notwendig, ja, Thema Außendarstellung, dass du den Verein gut repräsentieren kannst. Einmal im Verhalten an der Seitenlinie, emotional mitreißend, dass du die Spieler mal ankurbelst, antreibst, anpeitscht, dass du lebst, damit die Mannschaft leben kann. Ja, du musst es als Trainer vorleben, damit die Jungs es leben können. Anders geht es nicht. Und dass du aber auch in Pressekonferenzen, die in der heutigen Zeit weit wichtiger sind, als man meint, das sieht man ja in der Vergangenheit, dass du auch da wortgewandt bist, dass du dich ausdrücken kannst, dass du grammatikalisch dich korrekt äußern kannst, dass du dich klar artikulieren kannst in dem, was du willst, wie du es willst.
auch Charisma, charmant. Also, ja, einfach ein Top-Menschen. Das wünsche ich mir beim BVB. Einen passenden Top-Menschen. Das ist ein perfekter Trainer für mich. Ja, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen und auch dem Chat komplett zustimmen. Da sind auch Begriffe gefallen wie Leidenschaft, wie klare spielerische Philosophie, ne? Dann deine ganzen Punkte, Empathie, ganz, ganz wichtig. Ja, sich einfach mit dem Verein auseinandersetzen, auf die verschiedenen Charaktere in der Mannschaft eingehen. Der eine braucht einen Arschtritt, der andere braucht eine Schulter zum Anlehnen, der andere braucht ein bisschen Streicheleinheiten. Und von der spielerischen Philosophie stimme ich dir auch zu, dass man drauf geht, mutig ist, den Torabschluss sucht, nicht nur den Gegner stark redet, sondern insbesondere auch die eigenen Spieler stärkt in dem, was sie können und was sie tun. Natürlich auch auf den Gegner angepasst auftritt, ja, und die Spieler einstellt auf das, was sie erwartet, dass es ähnlich wie beim Football schon den nächsten Schritt vorausahnt, was kann jetzt passieren, da Möglichkeiten schon mitgegeben bekommen hat. Und Rezan Banko sagt es auch, man muss hungrig sein, ja. Wer sich nach einem guten Sieg nicht ausruht, sondern mehr will. Also natürlich auch einen eigenen Antrieb gewinnen zu wollen. Ne, den sollte er auf jeden Fall auch mitbringen, da gehen wir auf jeden Fall mit dir mit. Und das ist auf jeden Fall für uns der perfekte BVB-Trainer und ich glaube, da sind wir mit dem Chat doch weitestgehend einer Meinung, wenn man das so liest. Ja, ne? Und von den Namen her, Frank Schmidt, auf jeden Fall interessant. Liegt am Nachnamen. Frage ist natürlich, traut sich ein BVB einen Zweitligatrainer für einen Champions League-Verein zu verpflichten? Birgt ein Risiko, das ist wieder eine Sache. Aber das haben wir ja auch gesagt schon, auch wenn wir uns privat unterhalten. Der BVB sollte nichts auf einen Namen geben. Nein. Eigentlich. Ne? Nein, auf jeden Fall nicht. Wir brauchen einfach ein Konzept und da ist der Name egal. Ja. Der Typ, der hinter diesem Namen steht, der muss passen. Ja. Und ich glaube, dann ist es auch ein Erfolgskonzept. Dann wird auch ein No-Name-Trainer, ganz ehrlich, ein Klopp, ja, mit Mainz aufgestiegen, Klasse gehalten, bla bla bla, ein Tuchel, Mainz weiter oben etabliert, bla bla bla. Aber die hatten alle nicht das ganz Große vorzuweisen. Das waren alles Trainertalente, die noch nie den ganz großen Wurf hatten, die aber den schlafenden Riesen geküsst haben. Und man sieht, es kann dann funktionieren, wenn der Typ funktioniert und passt. Ansonsten kamen auch Namen vor wie Jesse Marsch natürlich. Aber BVB Glück auf 1909 schreibt auch, kleiner Tipp, guckt euch mal die Doku Trainer an, da wird Frank Schmidt ein bisschen vorgestellt. Ja, habe ich gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich werde es mir auf jeden Fall dann angucken. Also, ja, ist auf jeden Fall überragend. Ist schon ein bisschen älter, aber eine richtig geile Dokumentation und für mich schon zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die ist bestimmt schon 5 Jahre her, da ist er, glaube ich, aufgestiegen mit Heidenheim aus der dritten in die zweite Liga in diesem Jahr. Und da konnte man schon erahnen, was das für eine Art von Trainer ist. Ja, und einer unserer Namen, den wir auch immer handeln, aber wie gesagt, wir wollten uns eigentlich gar nicht mal auf Namen festlegen, aber jetzt sind wir dabei, den wir immer handeln, ist bereits beim BVB unter Vertrag und das ist Enrico Maaßen. Ja. Und auch da müsste der BVB einfach nur in Anführungszeichen mutig genug sein, ja, mal genauer hinzugucken, was bei unserer U23 so läuft, denn der hat die übernommen, da ist eine klare Handschrift zu sehen. In der BVB-Doku auf dem YouTube-Kanal wird auch er mal ein bisschen durchleuchtet und vorgestellt. Ein ganz sympathischer Typ mit einer klaren Vorstellung, mit einem klaren Plan, passt zum BVB. Der BVB 2 spielt oben mit offensivem Fußball, ansehnlichem Fußball. Die Jungs sind absolut gierig nach mehr. Kriegen jetzt auch, so wie du es gesagt hast, dann mit Tigges zum Beispiel auch mal wieder die Chance, sich durch gute U23-Leistungen auch mal für den Profikader zu empfehlen. Das aber auch dank Enrico Maaßen, weil der die Jungs auch auf ein neues Niveau hievt da bei den Amateuren. Ganz spannende Personalie auf jeden Fall, ja? Ja, aber wünschen würden wir uns natürlich, wenn der Terzic das schafft. Weil eigentlich bringt er alles mit, außer die Erfahrung, aber irgendwann musst du die Erfahrung sammeln.